herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist Freitag, 12 Uhr rum. Ich bin schon lange wach. Ich frage mich überhaupt, habe ich heute überhaupt geschlafen? Oh, schon wieder Telefon. Moment. Schon wieder irgendeine bekloppte Nummer. Jetzt eine andere, die nervt. Ja, ich frage mich überhaupt, ob ich heute noch irgendwie geschlafen habe oder nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe heute so gut wie gar nicht geschlafen. Wieso auch immer, bin auch schon früh wach. Habe auch schon die Waschmaschine angeschmissen, war schon beim Physio. Habe schon hier und da ein bisschen was gemacht. Meine Männer sind zu Hause, also die ganze Familie ist zu Hause. Ja, es ist nämlich jetzt seit einer Zeit lang so, dass Dirk und Christian freitags zu Hause sind. Für die Firma ist gerade nicht ganz so viel zu tun, sodass der Chef Kurzarbeit angemeldet hat. Und dann dürfen sie auch nicht so viele Stunden haben. Das heißt, die arbeiten Montag bis Donnerstag voll und Freitag gar nicht mehr. Natürlich bedeutet das weniger Geld. Naja, aber bevor er dann Leute rausschmeißen muss oder so, ist das natürlich eine bessere Möglichkeit. Dirk würde zwar nicht weggehen müssen, der ist nun mal einer der Dienstältesten in der Firma, älter, länger in der Firma als der jetzige Chef, weil das der Sohn schon vom Chef ist. Ja, aber so sieht's aus. Meine Männer sind zu Hause, Dirk hat heute schon irgendwas draußen gestrichen und mäht Rasen. Christian ist, ich glaube, auf dem Dach, auf dem Carport und streicht die Fassade da, die Seite. Ja, einiges zu tun heute und ich werde euch einfach jetzt mitnehmen. Ganz egal, was ich heute alles erledigt kriege oder auch nicht. Ich muss für morgen was kochen und backen. Dann muss ich ein bisschen was draußen machen. Dann muss ich nicht nur ein bisschen was hier im Haus machen. Ich werde gleich auch die beiden Kleinen durch die Gegend scheuchen, dass sie auch hier was machen. Genau, so sieht's aus. Ich nehme euch jetzt mit. Ich weiß aber noch nicht so genau, was ich heute backen will. Mir fällt schon was ein. Und was Kochen angeht, überlege ich auch noch. Ich habe ja vorgestern Blumenkohl gekauft. Der muss eigentlich unbedingt verarbeitet werden. Das heißt, Isi meinte, mach Gemüsecremesuppe für morgen. Wäre eigentlich gar nicht so schlecht, die Idee. Oder warum eigentlich nicht, oder? Mache ich heute eine Gemüsecremesuppe für morgen. Ja, das Wetter ändert sich ein bisschen, das merke ich. Vielleicht habe ich auch deswegen noch so schlecht geschlafen. Das Handgelenk tut richtig, richtig weh. Gerade seit Tagen eigentlich schon. Wieso auch immer. Naja, egal, nächste Woche ist MRT. Dann werden wir sehen, was da jetzt genau ist und ob was gemacht werden muss, kann, wie auch immer. So, und jetzt geht's los. Ab jetzt nehme ich die Kamera mit. Vorher habe ich euch einfach mal so links liegen lassen und wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. So, da ist einer meiner am Rasenmähen und ihr hört bestimmt den Krach. Okay, da ist auch einer am Rasenmähen bei den Nachbarn. Und irgendwo da oben ist Christian. Da ist einer meiner. Hallo Baby. Hi Mama. Erstmal schleifen und dann streichen, ne Schatz? Heiß. Heiß. Aber gerade angenehm. Aha. Arbeite. Das sieht echt seltsam aus, Mama. Ja, und jetzt nehme ich euch einfach mal mit durch meinen Tag. Als erstes mache ich jetzt den Anbau ein bisschen aufräumen. Das muss unbedingt mal gemacht werden. Da steht immer noch meine selbstgekochte Marmelade auf so einem Tablett und wartet darauf, dass die in die Regale kommt. Dann stehen da noch ein paar Kartons, die eigentlich weg müssen und auch so ein paar andere Sachen,
die ja eigentlich mitten im Raum stehen, aber normalerweise in irgendwelche Regale reingehören, wie zum Beispiel das Katzenfutter und auch die Wasserflaschen oder eben generell die Getränke stehen einfach nur so irgendwo, obwohl die eigentlich gut so einiges davon ins Regal oder da in diesen Schrank rein passt. Und genau das mache ich jetzt. Auch das, was jetzt da nur so eine oder zwei Flaschen im Träger sind, befreie ich einfach von diesen ganzen Plastiktüten und schmeiße die Tüten einfach gleich in den Müll. Und hier, da ist Christian, der hat alles fertig abgeschliffen und zum Streichen hat er sich jetzt erstmal Handschuhe geholt, damit nicht überall an den Händen diese Lack oder Lasur oder was auch immer das ist, dann drauf ist. Und er geht dann wieder aufs Dach und ich nach draußen immer wieder mal, um Müll rauszutragen. Und dann habe ich mir noch ein bisschen diese Schuhregale vorgenommen. Gerade jetzt brauchen wir ja keine dickeren Schuhe. Die habe ich dann in ein anderes Regal weiter dran im Haus, wo es nicht stört, reingestellt. Und hier habe ich dann einen Platz für Latschen geschaffen und sauge einmal hier drunter durch. Also es ist jetzt schon deutlich besser geworden, man kommt einigermaßen durch. Dann gehe ich ins Wohnzimmer und gieße einmal meine ganzen Pflanzen. Natürlich brauchen auch die jetzt bei diesen Temperaturen ein bisschen mehr Wasser. Also gieße ich die und dann nehme ich mir wieder meine Sprühflasche, da ist nur Wasser drin, und besprühe das ganze Grünzeug von oben, damit die Pflanzen auch von oben ein bisschen Feuchtigkeit abbekommen. Das tut denen wirklich ganz gut, man kann es ja an meiner Palme sehen. Wenn ihr euch erinnert, vor ein paar Jahren war diese Palme noch winzig klein. Ja, und hier bin ich gerade dabei, die Wäsche weiterzumachen. Ich habe gestern alles zusammengelegt, nur die Bettwäsche nicht. Das mache ich jetzt und das habe ich euch auch schon oft gezeigt. Ich lege die Bettwäsche immer setweise zu solchen Päckchen zusammen. Dann ist es einfacher im Schrank zu finden. Man muss nicht getrennt nach einem Decken- und Kissenbezug suchen. Und erstmal sieht es auch noch gut aus im Schrank. Ja gut, mit den Spannbettlaken, da tue ich mich echt schwer. Die werden irgendwie zusammengetüdelt und dann reingepackt in eine Schublade. Ja, ein bisschen noch das Sofa richten und dann mache ich eine kurze Eispause. Ich habe mir so ein ganz kleines Mini-Eis geholt und solange ich eben dieses Eis esse, mache ich eine kurze Pause. Und danach wird ein bisschen draußen was gemacht. Ich habe ja irgendwann mal vor ungefähr einer Woche, 10 Tagen, diese Blümchen gekauft und die warten immer noch darauf, dass sie in die Blumentöpfe reinkommen. Ich gieße die dann in dieser Kiste zwischendurch, damit sie mir nicht ganz eingehen. Aber so geht das nicht weiter. Also habe ich heute mir jetzt Zeit genommen und buddele diese paar Blümchen in die dazu passenden Töpfe ein. Zwei von den Blümchen habe ich extra für vor der Haustür gekauft. Also nicht auf dieser Seite des Hauses, auf der Terrasse, sondern auf der anderen Seite. Dirk hilft mir ein bisschen. Das, was wir jetzt vorher in den Töpfen hatten, was noch überlebt hat, buddelt er jetzt einfach direkt in die Erde rein. Das blüht nicht mehr. Ich glaube, das waren Primeln, aber die sehen noch gut aus, anstatt die wegzuschmeißen. Packen wir die jetzt ins Beet. Ja, und dann buddel ich diese gelben Blümchen hier in diese Töpfe rein. Und hier vorne im Bild könnt ihr gut sehen, das ist die Hortensie, die ich von meiner Mama jetzt mitgenommen habe am Mittwoch, weil die doch ein bisschen mehr Wasser braucht und ich nicht jeden Tag jetzt hinfahren kann. Außerdem hat Mama keinen Platz mehr dafür, also sollen wir die im Herbst irgendwo in die Erde direkt bei uns einbuddeln. So ihr Lieben, ich habe gerade
ich glaube, gefühlt 300 Kleinigkeiten schon erledigt. Nicht bei allem habe ich euch mitgenommen. Das wäre einfach zu umständlich, jetzt wirklich bei jedem Handgriff hier die Kamera mitzuschleifen. Aber ein paar Sachen habe ich jetzt auch im Video mit dabei. Jetzt haben wir kurz vor 2:30 und ich will was Schnelles zum Tee machen. Dirk macht gerade die Terrasse fertig, hat jetzt die ganzen Terrassenmöbeln einmal abgewischt und die Liegen aufgebaut und so weiter. Er war schon im Pool. Christian planscht gerade erst oben auf dem Dach da jetzt fertig geworden, hat die erste Schicht schon mal drauf gemacht. Ne? Wir machen einmal im Jahr, ich denke mal, Dirk macht es einmal jährlich, manchmal alle 2 Jahre. Die Fassaden, die sind ja bei uns aus Holz oben, machen die das immer einmal abschleifen und neu. Ich glaube, ist das jetzt Lasur oder? Ich glaube, ja. Das hat Christian jetzt gerade gemacht. Dirk hat vorhin noch den Gehweg um den Carport fertig gepflastert, nachdem wir letztens den Schaden durch den Regen hatten. Musste ja da alles neu gemacht werden und so weiter und so fort. Und jetzt, mache ich ein paar Kleinigkeiten für die schwer arbeitenden Männer zum Tee. Ich habe hier Blätterteig aufgetaut und damit werde ich einfach mal ein paar kleine Teilchen machen. Die gehen super schnell, schmecken lecker und ja, bei diesen Temperaturen braucht man keine Sahne oder sowas. Achso, und danach mache ich noch, wenn wir Tee getrunken haben, gehe ich selber in den Pool. Und dann kümmere ich mich ums Essen und Gebäck fürs Wochenende. So, ich mache das jetzt super einfach und ich sag mal schmerzlos hier. Ich habe Blätterteig schon fertig aufgetaut und werde den mit Schokocreme, ein paar davon, erstmal zu Röhrchen machen. Ist ja bei uns sehr gerne. Wird gerne gegessen und deswegen mache ich das einfach jetzt schnell. Einfach ein bisschen von Milka oder Nutella oder eben diese günstigere Duo-Creme drauf machen, einrollen, ein bisschen zukneifen, damit das nicht aufgeht. Und fertig. Aufs Blech packen und nachher noch mit Ei oder mit Milch pinseln. Aber ich glaube, ich mache jetzt nicht alle mit Schoko. Vielleicht mache ich ein paar gleich noch mit Marmelade. Ja, ich mache jetzt einfach tatsächlich alle mit Schoko. Die waren auch wirklich so schnell weg, als wir dann Tee getrunken haben. Die Kinder lieben die Teile und die sind wirklich super einfach zu machen. Von daher, ja, ich hätte vielleicht 2 Packungen Blätterteig auftauen sollen, dann hätten wir ein bisschen mehr was davon und ich hätte auch welche mit Marmelade machen können, aber was soll's, dann ist das so. Wir haben noch ein bisschen was anderes gehabt zum Tee, also ganz so schlimm ist das nicht. Ja, jetzt bepinsel ich das Ganze einfach mal mit Ei und schiebe in den Ofen. Fertig. Wenige Minuten und die Geschichte ist fertig und wir haben gleich was Leckeres zum Tee trinken. Dann räume ich ein bisschen noch die Küche auf und parallel setze ich schon mal das Wasser auf für Tee und packe das ganze Geschirr zusammen, was dann nach draußen gebracht wird. Natürlich werden wir bei diesem Wetter draußen auf der Terrasse Tee trinken. Das bietet sich ja natürlich an, nachdem wir jetzt eine ganze Zeit lang Regen hatten und den Sommer gar nicht draußen genießen konnten. Ja, ich musste gerade noch ein paar Thermoskannen von hinten aus dem Schrank holen. Wir stellen die da immer ab, wenn wir die nicht brauchen, damit sich hier in der Küche nicht den Platz wegnehmen. Ja, und dann sind auch schon meine Blätterteigröllchen fertig. Ich packe die einfach auf einen Teller. Den Rest haben die Kinder auch schon rausgeschleppt. Also
gehen wir jetzt raus. Die Kinder sind zwar wieder nach oben erstmal verschwunden, weil es ein bisschen gedauert hat, ne, bis die fertig gebacken waren. Aber ich rufe die jetzt zusammen. Ich habe mich auch schon in Bikini geschmissen, weil ich dann, ja, nach dem Tee trinken wenigstens kurz in den Pool gehen will. Gerade hole ich mir von hinten so eine Sitzunterlage, damit ich nicht auf dem nackigen Stuhl sitze. Ist mit so ohne Hose angenehmer, wenn was drunter ist. Ja, und jetzt wird einfach Tee getrunken. Die Kinder trudeln dann nach und nach ein. Oder raus, eher gesagt. Wir trinken schön zusammen Tee. Die Katzen wuseln dann auch irgendwann mal alle durch die Gegend hier unter den Füßen, unter dem Tisch, so nach dem Motto, vielleicht fällt was runter. Und dann habe ich mir ja vor einiger Zeit so eine kleine Hängematte gekauft. Bei Lidl in der App gab es die für, ich glaube, 3 € oder so. Also habe ich die jetzt geholt und will die natürlich gleich im Pool testen. Aber so mit dem Mund aufpusten wollte nicht klappen. Zum Glück haben wir ja Pumpe. Damit ging es natürlich ratzfatz. Und schon wieder ist in der Ecke da im Poolhäuschen Felix. Ist anscheinend sein neuer Lieblingsplatz. Er liegt da jetzt häufiger. Da ist es schattig. Gefällt ihm da ganz gut. Ja, schnell aufgepumpt und dann geht's auch schon rein zum Testen. Dirk gesellt sich dazu. Erstmal probiert er das aus. Er meint, dass es zu klein passt nicht. Natürlich hat er sich auch falsch draufgeschmissen, ist ja klar. Das Wasser ist wirklich angenehm warm geworden in den letzten Tagen. Irgendwas mit 24 Grad oder so. Also mal warm ist natürlich was anderes, aber es geht. Der Stein ist die Wildtipp gerade. Ich habe gerade sehr ungefähr angestellt. Oha! Hier ist Glucksmann! Oh, das ist aber schön. Ja, wenn man den Dreh raus hat, wie man in dieses Teil am besten einsteigt, dann ist das doch eine coole Sache, muss ich ehrlich sagen. Für 3 €, ja, kann man eigentlich nicht beklagen sich, ne? Das Ding ist ganz gut. Ich habe Isi gerufen, damit sie für meine Mutter ein paar Fotos schießt. So nach dem Motto, aha, ihr da in eure Türkei, wo es richtig heiß ist gerade wieder. So, wir brauchen das nicht. Uns geht's auch hier ganz gut. Habe ich ihr dann auch so geschickt. Ja, die sind gut angekommen irgendwann mal. Ne? Also Bericht habe ich noch nicht bekommen, wie das genau alles abgelaufen ist, wann sie da waren. Aber jetzt sind sie da natürlich schon gestern gewesen und können mittlerweile genießen ihren Urlaub. Es ist zwar sehr, sehr warm, aber meine Mutter und meine Schwester, das sind ja so Sonnenanbeterinnen, ne? Die meinen, es ist noch auszuhalten. Gefällt ihnen ganz gut. Ja, uns gefällt es hier auch ganz gut. Wir schwimmen jetzt eine Runde. Ich habe jetzt ja, so abwechselnd mal ein bisschen chillen im Pool, rumdümpeln und dann wieder zwischendurch kurze Zeit richtig, ja, so aktiv schwimmen. Das tut ganz gut.
ein bisschen Bewegung, Abkühlung, alles zusammen. Genau das Richtige. Dirk ist auch wieder rausgegangen und ich bleibe noch ein paar Minuten und schwimme alleine ein paar Runden. Einfach so als Sporteinheit auch zwischendurch. Ich merke das sogar tatsächlich. Ich habe so leichten Muskelkater in der Arm- und Brustregion. Und dann wieder trockenlegen, umziehen und es geht weiter. Geschirrspüler einräumen und alles vorbereiten für die Suppe kochen. Dafür muss natürlich einiges an Gemüse geschält werden. Ich habe da so, ja, so einen kleinen Berg an Grünzeug, das Gift, wie Isi das genannt hat, ne? Blumenkohl beim Einkaufen. Was rauchst du damit vor? Warum kaufst du so ein Gift? Naja, in der Suppe essen das die Kinder doch gerne. Also mache ich das heute so. Und ich nehme euch da natürlich mit. Pause ist vorbei, fast eine Stunde habe ich mir jetzt Zeit genommen zum Tee trinken, schwimmen gehen und so weiter. Und jetzt geht's weiter und zwar mit den Vorbereitungen fürs Wochenende. Ich habe mich heute entschieden, ich mache kein Gulasch, sondern eine Gemüsecremesuppe. Die ist sehr, sehr einfach zu machen, leicht. Und ja, der Blumenkohl muss weg. Das ist auch einer der Gründe. Genau, man schmeißt einfach alles in den Topf, lässt es kurz anbraten, gießt Wasser rein, lässt das Ganze kochen, pürieren, abschmecken, verfeinern, fertig. Wenn man will, kann man noch am Ende Würstchen mit reingeben, mache ich wahrscheinlich auch. Und dann haben wir leckeres Essen für morgen. Genau, und das machen wir jetzt. Ich habe jetzt alles schon fertig geschält und zeige euch einfach, was ich alles heute mit reinnehme. Eine große Zwiebel, eine große Solo-Knoblauch, drei Möhren, zwei Stangen Stangensellerie, eine Peperoni, die wird aber am Ende rausgeholt, eine Zucchini, eine Paprika, ein Blumenkohl und ein paar Kartoffeln. Das alles kommt in die Suppe mit rein. Ich denke mal, ja, sehr gesund. Ordentlich Grünzeug. Und da es eh alles püriert wird, müssen wir nichts jetzt irgendwie besonders fein schneiden, sondern einfach nur grob. Und dann wird alles kurz angeröstet, damit es ja, einfach besser schmeckt. Ich finde, dass das mit den Röstaromen ein bisschen besser schmeckt. Ja, und als erstes kommt die Zwiebel rein. Ich habe extra so eine große genommen, noch mehr Vitamine. Einmal anrösten lassen und dann die Knoblauch. Einfach alles der Reihe nach jetzt reingeben und ein bisschen anbraten lassen. Ja, und jetzt wird, wie gesagt, alles einfach nur grob geschnitten, kurz im Topf in ein bisschen Öl angeröstet und am Ende mit Wasser aufgegossen. Ich gebe dann noch ein bisschen von meiner Bio-Gemüsebouillon, die ich immer bei Norma kaufe, dazu. Erstmal kein Salz, nur eben die Gemüsebrühe und lasse das Ganze köcheln.
bis alles weich ist. Und dann geht es weiter mit der Suppe. Wir hatten noch ein bisschen kochendes oder heißes Wasser über. Damit gieße ich als erstes ein bisschen eben das Gemüse auf und dann, was noch fehlt, einfach aus dem Wasserhahn dazu. Dann wird wieder ein bisschen die Küche aufgeräumt und die Sachen, die aufgefüllt werden müssen, werden aufgefüllt. Ich habe ja da so ein Gewürzkarussell und einige von den Fläschchen waren schon leer oder fast leer. Sowas wie Majoran war alle, Oregano, Paprika, weißer Pfeffer, Salz. Das alles fülle ich jetzt nach, solange ich noch dran denke, sonst vergesse ich das wieder und dann, ja. Eben die 1000 Kleinigkeiten, die erledigt werden müssen, die kein Mensch sieht, die aber doch Zeit und Kraft kosten, ja, die halten ein bisschen auf, aber die müssen trotzdem gemacht werden. Und dann suche ich die Zutaten aus für die beiden Kuchen, die ich gleich backen will. Ich werde gleich noch die Zitronen auspressen und eben alles andere zusammentragen. Und dann nehme ich euch natürlich beim Backen wieder mit. So ihr Lieben, die Suppe ist in Arbeit, das blubbert alles vor sich hin, ich habe die Hitze reduziert, jetzt darf das Ganze einfach mal fertig kochen und ich backe. Als erstes mache ich einen kleinen, das ist wirklich so eine kleine Kastenform, einen kleinen Zitronenkuchen. Nicht jeder mag bei uns hier irgendwas mit Früchten, deswegen mache ich tatsächlich heute zwei Kuchen, einen eben so einen relativ kleinen Zitronenkuchen und dann einen Obstkuchen, so einen Blechkuchen. Während der Zitronenkuchen im Ofen ist, kann ich mich dann schon mal um den anderen kümmern. Genau, und das machen wir jetzt einfach mal. Es ist super einfach, was ich mir so überlegt habe. Ich habe ja vorhin ein Ei aufgeschlagen gehabt und nur minimal was gebraucht. Also habe ich jetzt hier zwei Eier. Dann habe ich gerade noch ein bisschen Zitronensaft ausgepresst. Das sind dann, ich sag mal, 120 Milliliter ungefähr und so weiter. Ich zeige euch einfach mal, was ich da jetzt mache. Und ja, es wird auf jeden Fall lecker sein. Genau, zwei Eier. So, die zwei Eier sind jetzt drin und ich muss die anderen Zutaten mit diesen Cups abmessen, weil meine Waage irgendwie nicht funktionieren will. Die hat sich umgestellt auf komische Maßeinheiten, mit denen ich überhaupt nicht klarkomme. Keine Ahnung. Deswegen jetzt die Cups. 125er Cup Zucker. Einmal voll und einmal nicht ganz. Ich sag's mal so. 150 sind das dann. Dann gebe ich die Zitronenschale, die fertig geriebene. Auch wenn das jetzt Bio-Zitronen waren, irgendwie hat mir die Schale nicht gefallen. Habe ich jetzt nur den Saft davon genommen. Deswegen die Schale nehmen wir so. Einmal Zitronenschale. Dann Joghurt. Ganz normale Joghurt pur, ein Becher, 150 Gramm, super.
Dann brauchen wir auch Öl. Das ist jetzt ein 80er Cup, 80 Milliliter. Und die nehmen wir jetzt voll dazu. Und verrühren. Und während das alles verrührt wird, mache ich das Mehl fertig. Ich nehme jetzt einmal diesen 250er voll und siebe den durch mit einem Päckchen Backpulver. Jetzt sind die flüssigen Zutaten einmal verrührt, also die anderen, und ich gebe den Zitronensaft mit rein. Und dann möchte ich ein bisschen Grieß noch mit reingeben, ganz normaler Grieß, den 125er Cup nicht ganz voll, also. Ja, und dann das Mehl. Und wie ich mir schon gedacht habe, wird das nicht genug sein, deswegen nehme ich den 125er auch noch mit dazu. Ja, und jetzt zum Schluss noch ein paar Stückchen Sprudelwasser. Fertig. Jetzt lasse ich den Teig aber so 10 Minuten stehen, damit der Grieß ein bisschen aufquellen kann. Und dann wandert die ganze Geschichte in diese Backform rein und in den Ofen. Umluft, 180 Grad. Keine Ahnung. Reinpieksen, gucken. Dann wisst ihr, ob der durch ist oder nicht. Ich denke aber mindestens eine halbe Stunde. Genaue Angaben kann ich jetzt nicht machen, weil das wieder alles komplett frei Schnauze zusammengeschustert wird bei mir. Deswegen, ja, einfach mal reinpieksen und dann wisst ihr schon. Ja, solange jetzt der Teig ein bisschen ruht und damit der Grieß aufquellen kann, bereite ich schon alles vor für den zweiten Kuchen. Ich habe da ein bisschen Obst zusammengesucht, zwei Äpfel, eine Birne, eine Mandarine, dann ein paar Pflaumen, Kirschen und Dirk hat mir Johannisbeeren im Garten gepflückt. Und das Ganze muss einmal vorbereitet werden, das heißt schälen, schneiden, die Kirschen müssen entkernt werden, entsteint werden. Die Pflaumen auch. Und genau das mache ich jetzt. Über die Äpfel und Birne gebe ich jetzt noch ein bisschen Zitronensaft, damit das Ganze nicht so schnell braun wird. Ja, und die Kirschen müssen entsteint werden und die wehren sich. Es sind richtig große, saftige, leckere Kirschen, die ich bei Lidl gekauft habe. Ja, die haben mir nur ein bisschen Nerven gekostet beim Entsteinen. Irgendwie wollten die nicht. Ich musste die teilweise wirklich, ja, mit den Fingern in die kleinen Steinchen rauspulen. Und dann, wenn das alles erledigt ist, fülle ich einfach den Teig in die Backform ein und der Kuchen, der Zitronenkuchen, der kleine, wandert in den Ofen. Der braucht aber ein bisschen länger. Der zweite Kuchen wird schon fertig sein tatsächlich und der andere, der erste, braucht ein bisschen. Also ich denke, der war so gut 40 Minuten, vielleicht sogar 42 im Backofen bei 180 Grad Umluft.
So, ihr Lieben, der Zitronenkuchen ist im Ofen. Die Suppe habe ich erstmal ausgestellt. Da ist nämlich alles schon durch, also weich gekocht. Nur, ich kümmere mich als erstes hier oder als nächstes um den Obstkuchen. Ich nenne mal auch so Obstsalatkuchen, weil ich da ganz viel unterschiedliche Obstsorten jetzt drin haben werde. Ja, der muss erstmal in Arbeit gebracht werden und dann geht's mit der Suppe weiter. Und dann können die Männer eigentlich, die Jungs, die Kinder, wer auch immer, schon mal gleich draußen den Grill anschmeißen. Ich muss heute nämlich noch kurz zu meiner Mutter, zu der Wohnung, um nach den Pflanzen zu gucken. Bei den Temperaturen, ne, muss man was gießen. So, deswegen geht's jetzt hier auch schon weiter. Ich habe die Schüssel nicht mal sauber gemacht. Das passt schon. 3 Eier diesmal gebe ich mit rein. Dann brauche ich auch Zucker. Nehme ich auch wieder den 125er Cup. Nicht ganz voll, 2 Stück. Ich denke mal so 200 Gramm. Pi mal Daumen, so eingeschätzt. Vanillezucker. Oder eben hier diese Vanille von Piquette. Ein bisschen was davon rein. Dann Joghurt. Ich habe hier nicht ganz einen halben Becher. Gebe ich mit rein. Dann ist das Ding aus dem Kühlschrank raus. Und auch hier brauchen wir Öl. Ich nehme jetzt den 125er und mache nicht ganz voll, so 100 Milliliter ungefähr. Und jetzt darf das Ganze einmal verrührt werden. Dann gebe ich noch ein bisschen Milch mit rein. Auch so 125er Cup. 125 Milliliter ungefähr Milch. Einmal auf Pause und hier werde ich jetzt Mehl durchsieben und zwar gleich 2 Stück, denke ich mal, von den 250ern. Oder erstmal nur einen. Und Backpulver, wo ist mein Backpulver? Hier, Backpulver auch noch mit rein. Weiter geht's, aber langsamer. Und das ist definitiv zu wenig Mehl, weil die Früchte ja gleich noch ordentlich Saft geben werden. Deswegen nochmal ein 250er, aber nicht ganz voll. Und auch durchsieben. Und rein. Das ist jetzt der Teig. Mehr ist das nicht. Super einfach. So schaut der Teig aus. Die Konsistenz hat das Ganze. Und jetzt gebe ich hier, sind 2 Äpfel und eine Birne. Gebe ich direkt in den Teig rein und rühre einmal unter. So, und heute nehme ich ein ganz normales Blech. Nicht diese Blechkuchenform, sondern einfach ein Blech und gebe schon mal den Teig mit den Äpfeln und der Birne rein. Dann einmal ein bisschen verteilen. Ich will nicht, dass der Kuchen so hoch wird. Deswegen nehme ich heute dieses Blech hier. So, und dann habe ich Folgendes hier noch, habe ich mir so gedacht. Ich habe hier Kirschen, Johannisbeeren,
und Pflaumen. Und das alles verteile ich einfach hier so oben drauf. Deswegen sage ich Obstsalatkuchen, weil hier von allem ein bisschen was dabei ist. Was Rotes, was Lilanes. So, die Kirschen habe ich jetzt. Dann die Pflaumen. Einfach so hier und da mal ein Stückchen drauf geben. Ja. Und dann dazwischen noch die Johannisbeeren. Die hat mir Dirk vorhin im Garten gepflückt. Guckt mal, wie super schön der jetzt schon aussieht. Und dann habe ich hier noch Mandarinen. Oder eine Mandarine ist das. Und ich schneide jetzt einfach mal jedes Stück einmal in der Mitte durch, damit ich auch die Kerne mal rausholen kann, wenn welche dabei sind. Und verteile die so hier und da in so einen besonderen Farbtupfer in Orange. Guckt mal, wie wunderschön das jetzt aussieht. Und das Ganze wandert zu dem anderen Kuchen in den Ofen. Ich denke auch mal 25, 30 Minuten. Mehr braucht er nicht. Einfach im Auge behalten. Nicht, dass das dann verbrennt. Ja. Genau. Ich zeige euch natürlich die Ergebnisse. Der Ofen ist sogar jetzt auch schon vorgeheizt durch den anderen Kuchen. Also rein damit und ich bin super gespannt, wie nachher die ganze Geschichte schmeckt. So, jetzt geht's weiter mit der Suppe. Ach so, vorhin hat Raffi die Wäsche aufgehängt. Wann war das? Vor 3 Stunden vielleicht? Gerade eben haben die Kinder schon die Wäsche abgenommen. Isi und Raffi. Ist alles trocken. Bei diesem Wetter, ne, mit Wind und so noch dazu, alles richtig schnell an einem Nachmittag trocken geworden. Der Obstsalatkuchen ist auch schon aus dem Ofen, der Zitronenkuchen noch nicht, aber das zeige ich euch gleich. Vorher machen wir die Suppe noch weiter und zwar als erstes pürieren. So, alles grob püriert. Jetzt kommt Creme Leicht Kräuter dazu. So ein halber Becher ungefähr ist das jetzt. Dann probieren nicht vergessen. Achso, ich habe vorhin die Peperoni rausgeholt. Ne? Die ist jetzt nicht mit drin püriert. Ja, wie ich schon immer sage, diese Gemüsebrühe von Norma, die ist nicht wirklich salzig. Ich gebe noch ein bisschen was von dem Gemüsealrounder mit rein. So ein Teelöffelchen. Und Salz. Auch ungefähr noch ein Teelöffel. Dann müsste es eigentlich auch perfekt sein. Und püriere das alles nochmal durch. Jetzt noch ein bisschen was Grünes dazu. Kräuter. Ich habe hier Schnittlauch. Dill. Und auch ein bisschen Basilikum. Dann 1-2 Lorbeerblättchen. Okay, wenn die so winzig klein sind, dann tatsächlich eher 2-3. Und die Würstchen, die habe ich schon fertig geschnitten. Wieder zurück auf den Herd.
Deckel drauf und bei schwacher Hitze, also auf 4 ungefähr, köcheln lassen. Zwischendurch umrühren nicht vergessen, sonst brennt die ganze Geschichte an. Guckt mal, ihr Lieben, was für ein schöner Kuchen das geworden ist. Also, mega. Einfach nur super, super schön. Krasser. Ja, jetzt werde ich den einfach mal abkühlen lassen und dann in einen Behälter umfüllen. Und wir haben fürs Wochenende was richtig, richtig Leckeres. Super schön. Der Zitronenkuchen ist auch gleich fertig. Die Suppe muss jetzt nur noch ein paar Minütchen köcheln. Und dann ist das auch schon mal abgehackt. Draußen wird der Grill angeschmissen. Ich habe hier schon was rausgeholt. Ich muss das jetzt alles noch fertig machen, vorbereiten und rausschleppen. Ein paar Würstchen. Und wenn der Kuchen draußen ist, schmeiße ich einfach, wenn der Ofen sowieso schon an ist, noch ein paar Pommes mit rein. Dann haben wir gleich was zu essen. Ja, und solange das alles hier noch in Arbeit ist, muss ich noch ein bisschen Haushalt erledigen. Aber erstmal Kuchen. Ja, und jetzt werde ich den Kuchen einfach nur vom Blech lösen, schneiden und auf ein Abkühlgitter packen, damit das Ganze schneller abkühlen kann. Ich probiere auch gleich ein ganz kleines Stückchen und ich kann euch sagen, Leute, der Kuchen ist mega, mega lecker geworden. Sowas von saftig und fruchtig. Also wenn ihr sowas mögt, probiert das auf jeden Fall aus. Einfach nur Freischnauze, alles an Obst draufpacken. Es wird immer lecker. Ja, dann ist auch der andere Kuchen endlich fertig geworden. Den lasse ich den jetzt auch abkühlen, lösen aus der Form raus. Und wenn er fertig ist, werde ich nur Puderzuckerguss drauf machen. Ich mache dann ein Foto für euch und hänge ihn einfach, das Foto, hinten dran. Entschuldigt mich bitte, ich vertone das Video jetzt um kurz vor 1 nachts, ne? Ja, und dann ist auch schon Zeit, alles fürs Essen vorzubereiten. Dirk hat draußen den Grill angeschmissen, also packe ich Pommes in den Ofen. Dann auch gleich die Kräuter- und Knoblauchbutterbaguettes. Dirk ist gerade reingekommen und holt die Sachen, die auf den Grill kommen, raus. Und die Kinder helfen hier und da, alles mit rauszupacken oder so. Und Christian saugt jetzt einmal hier unten alles durch. Und dann, ja, sind wir eigentlich schon fertig und essen. So, ihr Lieben, wir haben gleich 9 Uhr abends. Ich bin fix und alle, muss ich ganz ehrlich sagen. Dirk und ich, wir waren gerade noch kurz zu meiner Mutter, zu ihrer Wohnung rübergefahren und haben da auf der Terrasse die Pflanzen gegossen. Also Mama hat da ein paar Gurken und Tomaten und Blümchen stehen. Bei diesen Temperaturen ist klar, dass die hat es Mittwoch, bevor wir die zum Bahnhof, also ich die zum Bahnhof gefahren habe, noch gegossen, aber alle paar Tage muss man das schon machen. Post reingeholt, minimal noch gelüftet und dann auch schon wieder zurück. Ich denke, das nächste Mal fahren wir Montag oder Sonntag vielleicht hin. Ich bin so müde. Ich bin richtig K.O., aber irgendwie so, wenn ich mich so umgucke, habe ich ja gar nichts gemacht irgendwie. Es ist nicht wirklich was erledigt, weil eben heute so viele kleine Sachen, die ich erledigt habe, ne, so dran waren. Ne, sowas, was man nicht sieht, wie Blumen gießen, Wäsche waschen oder eben diese Blümchen draußen auspflanzen und so weiter. Das sind so alles Sachen, die klein sind, aber trotzdem Zeit kosten und erledigt werden müssen irgendwann mal.
Die Kinder haben auch ordentlich geholfen. Habt ihr gesehen, Christian hat vorhin noch durchgesaugt vor dem Essen. Isabel hat gerade nach dem Essen den Geschirrspüler gemacht. Ja, gerade haben wir noch den Pool abgedeckt und jetzt ist Feierabend. Jetzt ist Feierabend, Wochenende. Mal gucken. Hoffentlich wird das nicht zu heiß. Aber auch nur, es darf schon warm bleiben, eben nur keine 30, über 30 Grad. Das brauche ich nicht. Aber so, dass man in den Pool gehen kann. Morgen ist Sabbat, morgen ruht alles hier, keine Hausarbeit, gar nichts. Das heißt, wir können einfach nur auf der Terrasse chillen, im Pool planschen und ja, alles hier genießen und nichts machen. Essen ist fertig für morgen, Kuchen ist fertig für morgen, fast. Ich muss noch Zitronenkuchen von oben, oh, Entschuldigung, mit Butterzuckerguss beschmattern und dann ist alles fertig. Ich setze mich gleich auch noch an den PC, werde dieses Video dann für euch bearbeiten und hochladen. Mal gucken, wann ich das schaffe, weil ich doch ordentlich heute an Rohmaterial habe. Ich habe einiges gefilmt. Naja, irgendwann mal morgen zum Frühstück vielleicht habt ihr das Video, dann denke ich mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es gab von allem was, ne? Kochen, Backen, Haushalt, Garten, Pool, alles so, was halt unser Tag heute ausgemacht hat. Ich habe fast den ganzen Tag für euch aufgenommen, unser Freitag. Ja, und wenn es euch gefallen hat, dann wie immer Daumen hoch, abonniere nicht vergessen, wer mag. Bleibt gesund, ihr Lieben, habt alle ein schönes Wochenende und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss.